In Berlin gelang es den Ermittlern der Berliner Polizei, einen Kioskbetreiber festzunehmen, der mit gefährlichen Drogenmischungen handelte. Der 43-Jährige soll im Hinterzimmer seines Ladens sogenannte Liquids, die eigentlich für E-Zigaretten gedacht sind, mit synthetischen Cannabinoiden vermengt und diese in seinem Kiosk an Jugendliche verkauft haben. Die Beamten der Kriminalpolizei durchsuchten noch am selben Tag die Geschäftsräume und die Wohnung des Verdächtigen und stellten dabei Bargeld in fünfstelliger Höhe, hunderte Flaschen mit vermengtem Liquid und ca. 200 Gramm synthetische Cannabinoide in Pulverform sicher. Darüber hinaus fanden die Ermittler in der Wohnung eine Schreckschusswaffe und bei der Festnahme ein Messer, das der Verdächtige einsatzbereit um seinen Hals trug. Die Bundespolizei und das BKA warnen seit einiger Zeit vermehrt über solche Produkte, die mit Cannabinoiden besprüht werden, um dessen Wirkung zu steigern. Denn das Problem dabei: synthetische Cannabinoide werden im Labor hergestellt und es gibt sehr viele verschiedene Zusammensetzungen. So weiß man nie, was genau aufgesprüht wird und wie viel, selbst die Käufer und sogar oft auch die Verkäufer wissen es nicht. Dadurch, dass es so viele verschiedene chemische Zusammensetzungen gibt, wisse man nie genau, was man eigentlich konsumiert. So kann die Wirkung und Konzentration immer wieder anders und viel stärker als bei herkömmlichem Cannabis sein, was bis hin zum Tod führt. Auch normale Konsumenten sind von dem Problem nicht ausgeschlossen. So ist seit etwa 2019 bekannt, dass mittlerweile meist legal angebaute CBD-Produkte damit besprüht und vermengt und dann als THC-haltiges Cannabis verkauft werden. Doch anders als natürliches THC führen die synthetischen Cannabinoide oft zu akuten und schwerwiegenden Vergiftungen im Körper. Aufgrund der Tatsache, dass sie viel stärker als natürliches THC wirken, werden sie vom Gehirn anders aufgenommen und verarbeitet. Der Konsum der besprühten Ware kann dann unter anderem zu Herzinfarkten, verlangsamter Atmung, Bewusstlosigkeit bis hin zum Koma und dem Tod führen. Ein Gegenmittel, das man im Notfall bei zu hohen Dosen verabreichen könnte, gibt es aktuell nicht.